Vollebbe gerade. Muss man schwer acht passen hier in Norwegen. Ich habe meine Filzschuhe nicht an. Dass man sich da nicht böse aufs Maul haut. Da sieht man schon. Denn der ganze Tank kommt hier zum Vorschein. Man weiß halt nie, ob ein Fels und wenn ja, ob der glatt ist, drunter ist. Aber angekommen. Anfang Februar jetzt und wir warten noch hier auf die Dorsche. Es hat ja eigentlich ganz gut angefangen. Was heißt hier wir? Ich habe hier noch nie einen anderen Angler gesehen. Aber da oben ist ein bisschen dünner, weil mal wieder ein bisschen zu viel Süßwasser im Fjord. Und wie ich schon in einem anderen Video sagte, das mögen viele Fische nicht. Zum anderen natürlich auch, weil die Saison hier auch jetzt einen Neustart praktisch hat mit dem Einlauf der Laichdorsche hoffentlich Mitte Februar. Aber vielleicht sind ja schon die ersten da, mal sehen. Und da ist hier oft dann der einzige Spot, an dem man fischen kann, ohne eben im eiskalten Wind zu stehen. Wie ich schon in einem anderen Video sagte, empfehle ich schon die Absinkphase als aktives Angeln zu betrachten. Mit dem Sandy Gummi Jig, den ich schon im letzten Video empfohlen habe, versuchte ich verschiedene Methoden vom Jiggen bis zum konstanten Einholen im Mittelwasser bis zum Grund. Dann versuchte ich es mit Bottom Hopping. Kurz und schnell anjiggen, auf den Boden sinken lassen und durchaus eine Pause von mehreren Sekunden machen. Happy one. What do we have? Seltsam, Felsenbüsch. Er zieht sich aber echt komisch. Was ist das denn für ein Fisch? Was ist das für ein Fisch? Ah, verdammt. Was war das denn? Zeug am Haken? Seltsam. Na, vielleicht gleich. Merkwürdiger Drillverlauf. Erst fühlte er sich an wie ein Durchschnittspollack, dann wie ein Pollack, der noch 2 Kilo Tang eingefangen hatte. Da ich eigentlich auch nur mit Pollack rechnete, versuchte ich es erstmal weiter mit diversen Spinntechniken für diese Fischart. Schließlich versuchte ich es noch einmal mit Bottomhopping. Das Staubwölkchen, was beim Eintreffen des Jigkopfs auf dem Boden erzeugt wird, könnte Bodenräuber anlocken, dachte ich mir. Und wieder so ein merkwürdiger Drillverlauf. Zuerst das Gefühl eines Durchschnittspollacks und dann wird es immer schwerer. Tief am Boden. Oh, schon wieder über dieser Klippe. Jetzt kommen wir mal hoch. Na ja, Schluss. Welche Kante ist da? Hey. Ja, cool. Ein erster Leng mit der Spinnrute. Ah. Cool.
Ja, da war ich doch freudig überrascht. Das hatte ich mir schon lange gewünscht. Für alle, die Norwegen und diese Fischart nicht kennen, einen Leng vom Ufer mit einem reinen Kunstköder, ohne jeden Naturköderzusatz, beim aktiven Spinnfischen zu fangen, ist fast so unwahrscheinlich wie ein Aal im Süßwasser mit Kunstköder zu fangen. Ich gehe aber davon aus, dass die phosphoreszierende Farbe des Köders eine Rolle gespielt hat. Cool. Cool, der erste Leng mit der Spinnrute, was sagt er? Krass. Da freue ich mich.